Björn Unibini nach dem Social Web Breakfast in Hamburg. Du bist von BuzzRank. Magst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was BuzzRank macht? Ja, mein Name ist Björn Unibini. Ich komme hier aus Hamburg und bin Geschäftsführer von BuzzRank. BuzzRank ist ein Social Media Monitoring Service. Was wir versuchen, sind Sachen zusammenzubringen, die häufig getrennt werden. Also Analytics, so Social Media Analytics ist ja was, was eigentlich so ein bisschen in zwei Teile zerfällt. Das eine ist das Monitoring von bestimmten Stichwörtern, um dann Fundstellen zu generieren und die auswerten zu können. Das andere ist das Reporten von konkreten Kanälen, also einer Facebook-Page, einem Twitter-Account oder sowas. Und in der Regel wird das getrennt, dass eben es Anbieter gibt für das eine oder das andere. Wir versuchen das zusammenzuführen und über ein vernünftiges, sauberes Interface so zu reporten, dass man daraus interessante Daten bekommt, die beides miteinander zusammenführen. Wir hatten heute Morgen ja schon beim Breakfast das Thema Social Media Monitoring bei Otto. Über verschiedenste Herausforderungen auch schon gesprochen bei diesem Thema. Was sind denn für dich so die Kernherausforderungen? Ja, also was ganz häufig ein Problem ist bei diesen ganzen Tools, ist, dass sie nicht benutzt werden. Also die Unternehmen verstehen rational, warum sie das brauchen, kaufen das dann ein. Die Mitarbeiter fangen an, damit rumzuspielen und es einzusetzen, merken dann, dass es relativ komplex ist und dass man vielleicht doch nicht so schnell die Antworten rausbekommt, die man eigentlich gerne haben möchte, gerade wenn es um komplexere Themen geht. Und dann fängt man an, es immer weniger zu nutzen und irgendwann stellt man fest, dass man es gar nicht mehr richtig einsetzt. Und das ist eigentlich so der größte Wettbewerber, sind nicht andere Toolanbieter, sondern die Tatsache, dass man es gar nicht nutzt. Und das ist eigentlich ein Problem, was wir häufig auch in der Praxis, was ich auch in der Beratung sehr häufig erlebe, dass das in den Unternehmen passiert. Das haben wir aber heute Morgen ja gesehen bei Otto, da ist es ein spezielles Kompetenzteam, was sich mit dem Themenfeld kümmert, was natürlich auch marktforschungsaffin ist. Ist das jetzt gerade auch bei so einer Organisation oder so einer organisationellen Einbindung das Problem oder ist es eher das Problem, wenn man sagt, okay, man will das Social Media Monitoring als Basistechnologien für verschiedene Abteilungen bereitstellen? Das sehe ich immer so als die zwei verschiedenen Punkte. Also entweder macht Social Media und die Analyse als Kompetenzteam oder man versucht es in die ganze Organisation den Zugriff zu bieten. Ja, bei Otto ist ja ein bisschen eine besondere Situation, weil das aus der Marktforschung rausgesteuert wird. Und die Marktforschung ist ja grundsätzlich zahlenaffin, interessiert sich für Tabellen und Statistiken und so weiter. Da funktioniert sowas natürlich sehr viel besser, als wenn ein Brandmanager, der eigentlich normalerweise eher mit so Monatsreports zu tun hat und hin und wieder mal ein PowerPoint, ein PDF sich anschaut oder generiert, plötzlich mit so einem Tool arbeiten muss, wo er kontinuierlich mit Daten zu tun hat. Da, wo das eben passiert, da ist dann eher dieses Problem, was ich eben geschildert habe, der Fall, dass man eben ein bisschen überfordert ist von dem Tool oder auch keine Lust mehr hat, damit zu arbeiten, weil es einem zu komplex wird. Bewertet ihr denn so die strategische Bedeutung von dem Thema Social Media Monitoring? Halt auch im Hinblick auf das Gesamtunternehmen und die Ausrichtung des Gesamtunternehmens. Wie viel Einfluss haben die Erkenntnisse, die man damit gewinnen kann, einfach schon auch wirklich auf die Unternehmensstrategie? Oder ist es dann doch wieder nur Aussteuerung der Social Media Aktivitäten? Ja, das hängt natürlich immer sehr stark davon ab, wie intensiv und gut das Unternehmen das Tool, aber auch irgendwie grundsätzlich in diesem ganzen sozialen Medienumfeld Sachen, die da möglich sind, wirklich ausnutzt. Wenn ich das wirklich nur so als so eine Art Kindergeburtstag nutze, wo ich irgendwie kleine Spaßaktionen auf Facebook mache, dann sind vielleicht solche Sachen nicht so ein wahnsinnig großer strategischer Bedeutung. Wenn ich aber gemerkt habe, dass eben, wie es bei Otto auch mit dieser MacBook-Geschichte, wo halt plötzlich ein Rechner falsch ausgezeichnet im Warenwirtschaftssystem stand, ich merke, dass es im gesamten Unternehmen plötzlich eine Krise hervorruft, die ein großes Problem erzeugt, ist natürlich eine strategische Bedeutung sehr viel stärker der Fall. Und dann hat man auch eher Anforderungen, die man eben noch entsprechend annehmen muss. Gibt es da einen Trend oder eine Wandlung hin, dass das mehr strategische Bedeutung hat, also dass man das wirklich auf so eine höhere Ebene setzt? Oder braucht es immer nur diesen Vorfall? Ja, also in vielen Unternehmen braucht es lustigerweise diesen Vorfall. Dass eben irgendwas da ist, was so ein bisschen die Türen aufstößt, damit man halt anfängt, über das Thema ein bisschen anders heranzugehen als über Anzeigen, Werbung und irgendwelchen iPad-Verlosungsaktionen. Das ist bei ganz vielen Unternehmen so, dass sie halt mit bestimmten Sachen anfangen, dann halt merken, dass sie nicht weiterkommen und dann eher in eine richtige Richtung laufen als in diese reine Werbegeschichte. Wobei Facebook das auch zunehmend ja eigentlich unterstützt, die reine Werbegeschichten zu machen, weil man eben den Dialog stärker auf der eigenen
Page verschwinden lassen kann, als es vorher der Fall war. Das ist sicherlich auch ein bisschen ein Trend, der da reinspielt. Also dass ich das vielleicht auch wieder versuche, ein bisschen zurückzudrängen. Vielleicht noch als abschließende Frage aus eurer Marktübersicht sozusagen, auch Auswertung von Projekten und der verschiedenen Kanäle. Wie bedeutsam ist Facebook heute noch für die Social-Media-Strategie? Ja, in den meisten Unternehmen ist Social Media eigentlich Facebook. Also ich halte das für einen Fehler, zu sagen, dass Social Media ist Facebook, aber in vielen Unternehmen ist das irgendwie so die Haltung. Ich bin eigentlich immer dafür, eine eigene Homebase zu erzeugen, irgendeinen Ort, der mir gehört, der eben meine Social Media Aktiven vernünftig integriert, und Facebook ist dann einer der Orte, wo das stattfindet, aber es gibt eben auch Twitter, YouTube, eigene Blogs, fremde Blogs und natürlich auch sehr stark Foren, die man halt auch intelligent integrieren muss. Das nur auf Facebook zu fokussieren, halte ich für schwierig, ist aber schon irgendwas, was viele Unternehmen heute so sehen und auch so machen. Prima, vielen Dank fürs Gespräch. Yeah!